Ja, Karl, hier in Dresden, du bist heute eine unglaublich starke Zeit gelaufen über den Halbmarathon mit 63, glaube ich 54 waren es zum Schluss. 52. Wie zufrieden bist du? Ja, extrem zufrieden. Also es war viel schneller eigentlich, als ich das mir erhofft hätte. Und deswegen, ja, 2 Wochen nach der 50, da kann ich nur zufrieden sein. Genau, du bist vor 2 Wochen die 50 gegangen und hattest bis knapp unter 3,50 gewesen. Genau. Hattest eine richtig starke Durchgangszeit über 40 Kilometer und hinten raus hat dir ein bisschen die Kraft gefehlt. Weil was war da los, in Anführungsstrichen? Ja, also ich denke, ein bisschen lag es vielleicht am Training. Da haben wir eher weniger Ausdauer gemacht als sonst vor einer 50. Und vielleicht auch ein bisschen an der Ernährung vor und während des Wettkampfes, weil es war, ging dann schon sehr schnell bergab mit der Leistung, weil 2,40 echt noch gut ging. Aber ich denke, das ist was, woran man arbeiten kann, und da freue ich mich dann auch aufs nächste Jahr. Und am Ende war das die perfekte Vorbereitung für den Halbmarathon, ja? Ja, kann man so sagen. Also zumindest, wenn man das Ergebnis sieht. Natürlich hätte man da sicher mit ein paar Tempoläufen noch mehr rausholen können, aber ich sag mal, die Grundlage, die ist da, und ich denke, daraus kann man auch immer ganz viel machen. Du bist das Rennen in der dritten Gruppe warst du gewesen und hast eigentlich alles von vorn bist du gelaufen, ja? Hättest du dir mal ein bisschen mehr Hilfe erwartet? Ja, also wie es jetzt am Ende gelaufen wird, nicht. Aber es war halt so, ich war ja in der Gruppe mit den ganzen Regensburgern unterwegs. Da dachte ich eigentlich, okay, die können auch schnell laufen und da können wir uns gut reinteilen. Es war dann aber so, dass ich ab 7 Kilometer, glaube ich, ungefähr da allein von vorn laufen musste. War manchmal ein bisschen schwer in dem Gegenwind, aber ja, ich kann es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, selber mein Tempo zu laufen. Insofern war das ganz okay. Vielleicht kannst du noch mal was zu den Bedingungen so generell sagen, weil für uns als Zuschauer war es relativ windstill, hatte das den Anschein gehabt. Jetzt lachst ja. Du schon, wie war's? Ja, also es waren keine schlechten Bedingungen. Also ich würde es trotzdem fast als Top-Bedingungen für einen Lauf bezeichnen. Ist halt bloß kleines bisschen Wind gewesen, hat man ein bisschen gemerkt, dass es auf der einen Seite ein bisschen gerollt ist, auf der anderen musste man ein bisschen mehr arbeiten. Und klar, wenn man da dann vielleicht nochmal einen vor sich hat, ist es ein bisschen besser. Aber ansonsten ein Top-Event mit einer sehr schnellen Strecke, würde ich sagen. Und ja. Und dann hast du dir die Gruppe gesprengt. Hast du da nochmal irgendwie einen Antritt gemacht oder war es einfach das hohe kontinuierliche Tempo? Ja, ich glaube, so viel schneller bin ich gar nicht geworden. Wir sind ja, glaube ich, 10 Kilometer in 30:26 oder so durch. Und dann die zweite Hälfte war dann vielleicht 10 Sekunden schneller oder so. Also ich bin da einfach eher das Tempo weitergelaufen, weil ich dann halt auch gemerkt habe, okay, es kann vielleicht unter 64 gehen. Und dann muss ich ein kleines bisschen nur schneller werden und dann den letzten Kilometer nochmal. Und es hat auch ganz gut gepasst. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, oder stellt sich für dich die Frage, was machst du jetzt eher? Es kommt immer wieder, aber es bleibt natürlich beim Gehen. Was hast du jetzt noch vorgenommen? Ja, genau, also jetzt steht natürlich erstmal Olympia im Fokus. Da will ich trotzdem nächsten Frühjahr nochmal eine 50 gehen und mit der Hoffnung, dass ich dann auch die letzten 10 nochmal gut durchstehe und dann bei Olympia mal schauen, dass es da vielleicht um ein bisschen mehr als nur eine Teilnahme geht. Ja. Jetzt muss ich trotzdem noch fragen, warum machst du immer noch mal die Ausflüge zum Rheinlaufen? Brauchst du das für den Kopf? Was motiviert dich? Also was ist der Hintergrund? Ja, also ich habe einfach riesen Spaß am Laufen und baue das ja auch teilweise ein bisschen in mein Training mit ein. Natürlich jetzt nicht so spezifisch mit Tempoläufen oder Longruns, aber ich sag mal, für den Geher laufe ich, glaube ich, trotzdem noch relativ viel. Und ja, wenn es halt dann von der Leistung auch so passt, macht es immer richtig Spaß, gerade weil ich halt auch in die Läufe immer recht frei reingehen kann, weil ich eigentlich selber keine riesen Erwartungen habe und auch alle anderen nicht. Insofern ist es eine sehr schöne Abwechslung. Machen das auch andere Leute international, die auch immer mal sich mit der Laufkonkurrenz direkt messen? Ja, ich glaube jetzt in dem Maß jetzt nicht. Also sicher gibt es auch Geher, die manchmal beim Laufevent mit starten, aber ich glaube eher weniger. Okay. Ja, dann sage ich nur, komm wieder gut nach Hause, ja. Bleib gesund, das ist wichtig, ja. In den Tagen, trainier ganz, ganz fleißig, so dass wir uns dann einfach nächstes Jahr bei dem Laufwettkampf oder Gehenwettkampf ja. Wieder mal sehen, ja? Genau. Mal schauen, ob überhaupt, hast du schon so einen Wettkampfplan, wo du laufen wirst? Gibt es da schon so grob etwas? Also ich denke, nächstes Jahr wird es fast wieder Dudinger die 50 sein, die ich jetzt gestartet bin im Frühjahr. Und eventuell gibt es auch eine deutsche Meisterschaft über 50 im Frühjahr, da müssen wir dann entscheiden.
dann Olympia und dann will ich mal sehen, wenn das alles klappt, dass ich dann mal eine Laufsaison im Herbst machen kann, in der ich mich auch ein bisschen mehr vorbereiten kann. Oh, das sind hier große Taten. Schön, dass du das noch gesagt hast. Da hat sich die Frage noch gelohnt. Also viel Erfolg dabei und bis bald, ja? Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao.